Hallo liebe Kinder, liebe Eltern. Die ersten Kinder konnte ich ja in der Notbetreuung schon begrüßen. Für alle die, die noch zu Hause sind, habe ich heute einen Basteltipp mitgebracht. Und zwar habe ich den Basteltipp mitgebracht für einen Untersetzer bzw. einen Insektenschutz. Dazu benötigt ihr eine Vorlage für Perlen und die dazugehörigen Perlen. Ihr legt als erstes einen Kreis. Wichtig dabei ist, dass ihr zwei Löcher im Inneren des Kreises freilasst. So sollte das Ganze am Anfang aussehen. Ihr perlt das jetzt noch komplett aus. Danach lasst ihr euch von euren Eltern helfen. Und zwar müsst ihr es mit Backpapier und einem Bügeleisen festbügeln. Wenn ihr fertig seid, sollte es so aussehen. Entweder ihr nutzt es dann als Glasuntersetzer, so, oder damit euch keine Insekten reinfliegen, wenn ihr draußen im Garten seid oder auf der Wiese, als Abdeckung. Ich hoffe, der Basteltipp hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Viele Grüße von der Kita Hölderlinstraße. Tschüss!